Willkommen zurück. Wir schleichen immer noch durch das Schloss und suchen die Gemächer von Lord Amber. Und auf dem Weg dorthin nehmen wir alles mit, was Beute ist. Ich habe mich jetzt entschlossen, hier den Gang lang zu gehen. Ich möchte mal gucken, wo mich das hinführt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich vermute, wir hätten irgendwie den anderen Weg wählen sollen. Das ist auch so irgendwie so ein komischer Nebel hier. Oh. Dieses Gebiet verlassen, innere Gemächer betreten. Also wir wollen jetzt zu einem Gemach, also wäre es vielleicht sinnvoll, oder? Ich mache jetzt mal ja. Das Einzige, was, wenn das jetzt der falsche Weg wäre, können wir ja bestimmt wieder zurück. Und wenn es der richtige war, haben wir höchstens vielleicht noch ein paar Beutestücke verpasst, denke ich mal. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Zumindest kann ich mir jetzt mal merken, blauer Nebel ist Übergang zu anderen Gebieten. Hier wirkt es sehr friedlich und ruhig. Ich höre auch keine Wachen. Kann ich mich vielleicht noch schneller bewegen? Die Fackel mache ich aber trotzdem aus. Einfach auch, weil ich gerne mit den Wasserpfeilen schieße. Oh, jetzt höre ich über Schritte. Geh ich mal zur Seite. Da kommt jemand auf uns zu. Hört sich so ein bisschen an, als ob er jetzt draußen wäre. Kies oder so. Okay. Also wir sind jetzt irgendwo außerhalb. Ich quetsche mich mal wieder an die Mauer. Halte die Luft an. Oh Gott. Bitte lauf einfach an mir vorbei. Und wieder ausatmen. Boah, hier ist ja super hell. So ein Mist. Ah. Gott. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hier lang zu gehen. Any thieves out tonight? I feel sorry for them. Ich glaube, das ist immer derselbe. Wenn da sonst keiner ist, dann wage ich mich jetzt einfach mal dadurch. Gott, das ist so hell. Was ist das denn? Ist das ein Aufzug? Okay, es geht nach oben. Die Fackel lieber gleich mal ausmachen, weil ich nicht weiß, was hier oben auf uns lauert. Gott. Ist doch schon so leicht nervenaufreibend. Ah, sind wir jetzt vielleicht über der Fackel, die wir ganz am Anfang ausgeschossen haben, diese Löwenkopffackel? Könnte das sein, dass wir jetzt gerade so einen Bogen gelaufen sind? Was ist das denn alles? Nichts. Brot. Ich möchte mich gerade mal noch ein bisschen umschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Richtung sinnvoll ist. Und da hinten
blitzt irgendwas auf. Da ist eine Tür. Jetzt kann ich mir gar nicht entscheiden, in welche Richtung ich zuerst gehen soll. Ich traue mich jetzt hier mal ein bisschen Krach zu machen, weil die Wache da weit unten ist. Ist auch alles so verwinkelt und unübersichtlich. Bloody leather's cracking. Useless. Cost a fortune too. Das hat uns jetzt diesem Glitzern da hinten, das ist bestimmt Beute, hat es uns jetzt nicht wirklich näher gebracht. Aber zumindest weiß ich jetzt, wo dieser Weg hier hinführt. Da kommen wir nämlich einfach gerade hier wieder raus. Und das bedeutet, wir sollten vielleicht da hinten in diese Tür gehen. Die ist ausnahmsweise auch mal offen. Da hinten läuft einer. Milady Elizabeth is a proper lady. She attended Lady Pollock's school for young ladies, and she can write in both ancient brilliant and modern prinkish. Hmm. Well, I guess that's something. Your Lord Ember's knowledge of the world is limited to the names of his ancestors and equine diseases of the mouth. I don't like the way she looks at me, like I've been sneaking about or something. Well, you are a bit unkempt. It's them stairs. She has me up there 5 times a night, changing the torches. Oh, indeed. I shall inform Milady of your displeasure. Don't you dare. Aha. Ich weiß jetzt nicht, was uns dieses Gespräch sagen sollte, aber sie ist wohl so eine Zofe von der Lady Elizabeth. Und ihr sollte ich besser auch nicht zu nahe kommen, sonst schlägt sie mit Sicherheit auch Alarm. Kann mir irgendjemand verraten, wo ich jetzt lang muss? Gott. Ich fühle mich hier nicht so wirklich wohl in meiner Ecke. Ich versuche mal die Treppe hochzugehen. Oh oh, nein, so Mist, da kommt einer runter. Mist, 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 Mist. Gott. Jetzt geht er wieder hoch. Und jetzt kommt sie natürlich, oder? Nee, so. Cleaning and such. Probably nothing, but just in case. Naja, die Wache schaut jetzt doch mal nach. Getting spooked at nothing. Maybe my relief will come soon. Ich bin echt gespannt, ob ich hier den ganzen Weg hoch schaffe oder ob ich dann doch erwischt werde. Weil der Typ scheint sich nicht so wahnsinnig weit weg zu bewegen. Da kommt jetzt noch so eine Fackel. Das hat er diesmal nicht bemerkt, das ist schon mal gut. Aber wenn er jetzt wieder runterkommt und ich wieder den ganzen Weg nach unten laufen muss. Ach, ziemlich blöde. Gott, da steht er. So ein Scheiß. Was mache ich denn jetzt?
somebody causing trouble. Very weird. Gucken, wenn ich mich jetzt einfach an die Wand quetsche, ob man mir vorbeiläuft. Ich habe das Gefühl, das mache ich irgendwie alles nicht so ganz so, wie ich sollte. Even if something's here, what's a servant like me gonna do about it? Ja, die gute Dame da unten, die ist, glaube ich, nicht so die Gefahr für mich. Nothing. Guess it's like they say, even the best of us can make mistakes. Die sind aber doch recht auch leicht zu überzeugen, dass da jetzt überhaupt nichts war. Obwohl mal eben so eine Fackel ausgegangen ist, einfach so. Und Wasser spritzt. So, ich versuche den jetzt wieder mal umzuknüppeln. Ja. Weakling. Shit, shit. Thought I wouldn't find you. Now you die. Okay, das war nicht gut. Ow! That hurt! Gotta rest. Na toll. Ich wollte eigentlich bei meinen Raubzügen niemanden erstechen, wenn es nicht wirklich sein muss. Könnte natürlich jetzt sagen, das musste sein, aber ich glaube, das hätte man noch irgendwie anders erledigen können. Ich werfe ihn jetzt mal in die Ecke. Und hoffe, dass mich, dass das keiner bemerkt. Who's hiding there? Do I know you? Was? Gott, ich bin doch schon total falsch. Nobody there now. Überhaupt. It's getting to be like no place is safe. Das Schloss muss ich jetzt wieder knacken. Und irgendwie habe ich die Befürchtung, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin und das jetzt alles umsonst war oder so. Das Schloss hat 4 Ringe, das dauert jetzt ein bisschen länger. Schon die Öffnung, wie sie macht. Ah, okay. Ah, toll. Natürlich wieder so ein super hell erleuchteter Gang. Oh, Gott, 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 Gott. Ich setze jetzt einfach mal meinen Weg nach oben fort. Ich meine, immerhin hieß es ja was von innere Gemächer, wo ich da hingegangen bin. Das war mein Wecker und dann ist das Video beendet. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Video herausfinden werde, ob ich richtig bin oder ob ich meinen ganzen Weg wieder zurückfinden muss. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.